Das Letzte, was man, glaube ich, braucht, ist erstmal ein Logo, bevor die Idee überhaupt ausgereift ist. Ja, das Logo entsteht durch die Idee. Ja, genau. Ja, klar. Aber also das sind einfach schon zu viele Prozesse zu entdecken. Also das Problem haben wir dann... Ich will nicht aber er hatte sich schon... Achso, Entschuldigung, bitte. Also erstmal möchte ich allen danken. Das sind alles wunderbare Argumente und alles ganz wichtig. Und was natürlich klar ist, der eine findet das ganz wichtig, der andere findet das ganz wichtig. So verteilen sich automatisch die Interessen und Arbeiten sowieso nach dem, was man wichtig findet. Und ich glaube, was heute wichtig wäre, dass sich diejenigen, die wirklich schon wissen, ich möchte da eine Arbeitsgruppe und da mitmachen, dass die sich vielleicht hinstellen und sagen, ich mache diese Arbeitsgruppe, wer mitmachen möchte, meldet sich bei mir. Und es ist alles wichtig, wirklich. Und man muss auch über alles reden, egal ob das jetzt A und C ist und das B erstmal vergessen wird. Der Nächste, der es auf den Tisch bringt. Nee, wir machen ja noch jetzt noch keinen direkten Plan, sondern wir sind ja am Sammeln. Und ich warne davor, bei irgendjemand, wenn einer was sagt, zu sagen, nee. Weil das ist für den ganz wichtig und es sollte immer heißen, ja, danke. Mir ist jetzt was anderes wichtig vielleicht. Aber nicht jemand jetzt schon in so einer frühen Phase schon mit seinen Gedanken abzublocken, wenn der dreimal Nee hört, dann sagt er nichts mehr. Und eigentlich geht es ja wirklich darum, auch so eine Gesprächskultur zu entwickeln, wo man miteinander achtsam umgeht und richtig, ja. jedem seine Meinung erstmal lässt und nicht versucht, da gleich rumzudiskutieren, sondern sagen, okay, das ist deine Meinung, wunderschön, ich stelle jetzt meine daneben. Und dann, wenn man genügend Meinungen nebeneinander gestellt hat, dann sieht man automatisch, was uns wichtig ist. Das ist von allem was. Und das rauszukriegen, das ist quasi die nächsten paar Wochen. Aber erstmal danke, ich freue mich, dass ich hier bin. Ja, ich heiße Knut. Hi Knut. Ja, es gibt natürlich das Wohlbefinden des Einzelnen, aber genauso gibt es natürlich auch das kollektive Wohlbefinden. Also, dass wir da jetzt nicht von, also das war ja nicht der Vorschlag direkt. Das besteht aber aus der Summe der Einzelwohlbefinden, ne? Ja, klar, aber er hat ja nicht jetzt irgendeinen Vorschlag direkt, sondern meinte halt jetzt die Vorschläge, die waren ja gut oder waren ja gar nicht bewertet, sondern ich bin ja nur in seiner Meinung. So, aber was ich nur sagen wollte, also die drei Arbeitsgruppen zu gründen, halte ich auch für, also die ich mir jetzt aufgeschrieben habe, wäre Präambel, diese Erforschen des Island-Prozesses und die Architektur dieser Plattform. Also ich denke, die sollten wir aber schon schnell gründen. Also. Wir fallen noch ein paar dazu ein. Und ich wiederhole also, wir sollten mit den Leuten, die einfach sagen, ich möchte in einer Arbeitsgruppe, die mir wichtig ist, mitarbeiten, erstmal zusammenholen, damit wir auf dem Flipchart aufschreiben, welche Aufgaben insgesamt anstehen. Denn jede Arbeitsgruppe muss von dem wissen, was die andere Arbeitsgruppe macht. Nur dann können wir zusammenwirken. Ich wollte also gerade eine Erfahrung gemacht, also ich will also keine Schwafelbude haben, sondern konkrete Sachen. Eine einheitliche Krankenkasse, wo jeder einzahlt, eine einheitliche Rentenkasse, wo jeder einzahlt. Das ist also das, was mir also vorschwebt. Ich erzähle also den Leuten nicht vom sozialen Europa und schwafel darüber anderthalb Stunden und lasse keinen zum Wort kommen, sondern ich möchte also konkrete Sachen, die also festgelegt werden. Und man könnte also auch die Rolle der Gewerkschaften und alles das also reinkommt in die Verfassung. Dann wärst du doch einer also, für eine inhaltliche Arbeitsgruppe. Ja, also ich meine, das, was ich nämlich eben da mitgemacht habe, also das war also nur Schwafelei, also anderthalb Stunden, also unerträglich so weit. Wolltest du damit sagen, wir werden besser? Oder wird hier ja, doch, es ist besser. Also, ich meine, die Frage ist natürlich auch die Rolle der Banken und so was, muss da eigentlich auch in der Verfassung festgeschrieben werden. Ja, wenn die Plattform dann da ist. Ja. Kann man auch für Diskussion werden erst. Also dem muss man halt, glaube ich, vorgreifen mit der Präambel. Deswegen Präambel. Ja, die Präambel finde ich auch wichtig, aber wenn wir dafür eine Arbeitsgruppe gründen,
finde ich es trotzdem wichtig, dass diese Arbeitsgruppe eben nicht in sich geschlossen bleibt, sondern eine gewisse Transparenz nach außen hat. Das heißt, wenn, ja, wenn die Präambel erarbeitet wird, muss jederzeit in ihrem Prozess, in ihrem Entstehungsprozess irgendwo sichtbar sein, zum Beispiel in einem TED oder irgendwas, sodass die anderen, die vielleicht nicht direkt beteiligt sind in der Präambel-Arbeitsgruppe, immer mal wieder reingucken können und sagen können, ja, Moment, habt ihr nicht noch das vergessen und bla, weil bei solchen Dingen muss man eben darauf achten, dass ein großer Bereich sozusagen dem zustimmt, weil sonst kommt irgendwann wieder jemand und sagt, da habe ich gar nicht drüber abgestimmt und für mich gilt diese Präambel nicht und bla bla. Richtig. Also, das kann man auch konsensieren. Umweltschutz. Da sind wir noch bei der Frage, wollte ich auch noch sagen, wir müssen eben auch drüber reden, welche Form und welche Mittel der Abstimmung wir finden. Das ist ganz wichtig. Ja, ganz wichtig. Also, Jana kommt da gleich mit ihrem Lieblingsthema bestimmt, den konsensieren. Und da gibt es aber eben noch andere Möglichkeiten, und, aber die müssen wir halt auch mal vorführen und ausführen und vielleicht auch mal einen Workshop machen, zum Beispiel über die einzelnen Sachen. Kann Jana zum Beispiel mal über systemisches Konsensieren machen oder einen Workshop über andere Abstimmungsverfahren und so weiter. Einen Workshop über Gesprächskultur, Workshops über, ganz wichtig fände ich zum Beispiel jetzt am Anfang, irgendwie eine Veranstaltung zu organisieren, wo wir 3-4 Isländer hier haben, die daran beteiligt waren super, und die eine ganz klare Veranstaltung machen. Das ist toll, ja. Klasse, wie haben die das gemacht? Also, dass da wirklich ein Input von da kommt. Und dass wir da mal so, ich weiß, Island ist nicht Europa und so weiter, das werden wir nicht eins zu eins hinbekommen, aber so die Art und Weise, wie sie es gemacht haben, kann schon mal ein Ansatz sein, wie wir uns strukturell aufbauen können. Und deswegen finde ich, das ist eine der wichtigsten Sachen, die wir vielleicht in nächster Zeit machen könnten, eine Veranstaltung organisieren. Ich weiß auch, dass es da Kontakte gibt zu ein paar Leuten, wo man mal nachhaken könnte. Kann man nachhaken. Ich würde ganz gerne mal ein bisschen über meine Befindlichkeit reden. Also Susanne und ich haben die Idee. Ich probiere mal. Susanne und ich haben die Idee so gesprächsmäßig entwickelt. Und dann haben wir sie in den ersten Kreis reingeteilt, das war bei Attac und es kam dann ganz gut an. Und dann sind wir hier gewesen und jetzt haben wir eigentlich den Mut, die Sache weiterzumachen. Also ich persönlich fühle mich bei vielen Sachen, die ich mache, total überfordert. Also was ich machen kann, ist im Prinzip so einen Input geben, wie heute. Ich kann mich auch um Weiterentwicklung ein bisschen bemühen, aber ich weiß ganz genau, es kommt spätestens in 14 Tagen der Punkt, wo ich zusammenbreche und sage, ich will nicht mehr, weil ich einfach Angst vor der Menge der Arbeit habe. Mhm. Also ich sage jetzt mal ganz bewusst mein persönliches Empfinden, weil ich das wichtig halte, dass man sich auch persönlich einbringt und auch offenlegt, wie man sich dabei fühlt. Und ich habe das dringende Bedürfnis, in einer geordneten Struktur zu arbeiten, wo Leute sich kennen, wo sie Dinge gemeinsam entwickeln. Und ja, mehr kann ich eigentlich nicht zu sagen, aber deshalb habe ich das dringende Bedürfnis, dass wir irgendwo eine Kerntruppe bilden, dass man sich zusammenfindet und auch eine gewisse Regelmäßigkeit von Arbeitstreffen hat. Also Arbeitstreffen von Leuten, die das Projekt schon kennen, die nicht mehr neu eingeführt werden müssen. Und die dann auch sich gegenseitig Ratschläge geben, die gegenseitig sich Aufträge geben und ähnliches. Das wäre also mein ausdrücklicher Wunsch, um in diesem Projekt effektiv weiterarbeiten zu können. Gibt es sowas wie ein Newsletter, wo man wirklich, oder wird sowas gemacht, oder könnte man sowas machen wie ein Newsletter? Wenn musst du erstmal Leute für haben. Na, quasi das so ein Treffen wie heute, dass da inhaltlich ein bisschen zusammengefasst wird, was war, und das kann man dann sehen. Weil ich glaube, das ist für die, die dann tatsächlich interessiert sind, ganz wichtig, dass sie schon mal, vielleicht gibt es ja ein Bild oder irgendwie so in der Truppe und wir haben uns zusammengesessen, 2 Stunden geredet, ja, über die und die Themen. Wir haben einen Livestream. Ach so. Ja, super. Aber vielleicht wird es ja auch irgendwie nochmal zusammengefasst oder den kann man dann immer angucken. Also nein. Jeder, der diese Rohdatei haben will von diesem Livestream, kann nach der Veranstaltung mir einen USB-Stick geben, dann schiebe ich ihm den darauf. Aber auf die Frage zu antworten, nein, wir haben bisher niemanden, der für das machen kann. Wir müssten dann hier in die Runde gucken und müssten fragen, macht das jemand? Und deshalb eben ist es notwendig, dass wir eine Kerngruppe bilden von Leuten, die erstmal die Aufgaben sammeln. Also bevor wir ans Erfüllen denken, müssen wir erstmal die Aufgaben haben. Und dafür braucht man einen Überblick. Und da brauchen wir mehr als 1-2 Hirne für, da brauchen wir mindestens 5 für.
damit man ein komplettes Bild bekommt, denn irgendwas, was wir uns immer vergessen oder irgendjemand findet gewisse Punkte grundsätzlich nachrangig. Dafür braucht man dann den zweiten, den dritten Menschen, der sagt, hallo, auch das ist wichtig. Aber die Frage ist auch, ob man das Album, da steht ja alles, ich meine, da kann ja jeder jetzt auch mithören. Ne? Die Leute, die Interesse an Projekten haben, aus anderen Interessen zu sagen, die hören natürlich auch mit. Ne? Die werden sich natürlich auch jetzt Gedanken machen, das ist sehr offen, sehr beweglich. Wo fangen wir an zu bewegen? Ich meine, das müsst ihr auch mal, meine, herzlich willkommen, aber das ist Fakt. Ja, es war uns. Ja. Ja. Ich habe übrigens auch schon eine Rückmeldung durch den Livestream gerade von Phil Wolf, der meinte, dass es eben nicht nur so eine Veranstaltung wie in Island zum Beispiel, also mit Isländern, die vielleicht mal Ahnung haben, wie das gelaufen ist, wichtig wäre, sondern eben doch Leute, die schon mal eine Verfassung geschrieben haben, versuchen einzuladen oder irgendwie zu einem Termin bekommen, wie Stefan Estelle oder wie Ziegler, die dann quasi auch vielleicht nochmal einen Input geben können, wie sie das damals gemacht haben, wie sie es organisiert und strukturiert haben und so weiter. Das war aber die Verfassung von oben und das isländische Modell ist die von unten. Deswegen ja, aber es soll ja nicht darum, dass solche Leute dann eine Verfassung schreiben, sondern dass sie vielleicht einen Input geben, wie man sowas aufbauen kann oder wie man sowas in Frage stellen kann und so weiter. Also ich glaube, Hessel kann man prima als Unterstützer nehmen. Genau, auch. Ja. Bitte, los. Mir kam jetzt oben gerade die Idee. Und zwar haben wir ich habe es dir glaube ich auch schon mal gesagt, Videoatonale. Wir machen Interviews von Leuten zu bestimmten Themen, die sind frei gewählt, die sind ungeschnitten, zu den Kamanien und die würden im Prinzip dich, denke ich, als erste werde ich versuchen, einfach mal interviewen, wo du deine Idee oder die Idee, die wir uns hier jetzt zusammen ausdenken, mal einfach wirklich präsentierst. Und meine Idee wäre weitergehend im Prinzip als Aufforderung zu formulieren, dass es jeder machen könnte. Dass sozusagen man eine Kampagne startet, sagt, wie stellst du dir denn Europa vor? Aber in klar machen, dass das eine Initiative von uns eigenen Bürgern ist und nicht eine Befragung der Regierung, um ihre Verfassung zu schreiben, sondern dass es wirklich von uns ausgeht. Und ich würde es einfach mal versuchen und wenn du mir sagst, wenn du dafür Zeit hast und ich würde dich mit denen einfach mal in Verbindung bringen und jedem anderen die Möglichkeit, den Buch auch verlieren, eben zu nutzen dann. Ich würde allerdings von vornherein darum bitten, dass ich das nicht alleine mache, sondern dass möglichst noch zwei Leute dabei sind. Komm ich gerne mit, und, gerne an. Und bitte mindestens eine Frau dabei, sonst läuft es überhaupt nicht. Sonst geht es überhaupt nicht, ne? Ja, aber die machen ja immer, also hinzufügen, die machen ja tatsächlich immer so Einzelinterviews, aber lang und ungeschnitten und gehen wirklich auf jeden zu. Also ich würde mir bei Videoatonal eben vorstellen, dass sie danach, und da kann ich mir vorstellen, dass sie Lust haben, danach wirklich auf die Straße losgehen mit ihrem Set und die einzelnen Menschen befragen und das als Video festhalten. Und diese Videos könnte man dann unglaublich gut verlinken auf diese Seite, weil es einfach eine Emotion herstellt. Also weil es einfach auch eine, also wenn man dann so ranklickt auf die Seite und dann sieht man diese Videos und diese einzelnen Meinungen der Menschen, wie sie sich fühlen und was sie gerne hätten, dann motiviert das die anderen auch zu sagen, ja stimmt und dann der hat recht und so fühle ich mich auch. Und wenn die dann zu den, was weiß ich, zu Siemens gehen und da plötzlich Leute befragen oder zum vor die Arbeitsämter und da plötzlich Leute befragen und so weiter, was für eine unglaubliche Vielfalt dabei rauskommen wird, fände ich interessant und auch für die Seite interessant, was dabei rauskommt. Es muss natürlich nicht bei Videoatonale bleiben. Ich denke mal, Kike mal, der die zum Beispiel oder oben hat mich gerade jemand angesprochen, der hat immer eine Kamera dabei, der ist halt auch hier, der hat die auch mit bei. Man könnte das immer über verschiedene Kanäle einfach machen, so viele wie möglich, so breit wie möglich streuen und ja nicht auf einen Kanal festlegen, weil dann hat man immer das Gefühl, das liegt so in einer zentralen Hand, soll es ja nicht. Sag doch bitte mal deinen Namen. Also mir kommt das vor allen Dingen an, also dass die Sprache eindeutig ist, dass sie jeder versteht, nicht irgendwie so ein Juristendeutsch oder Politikerdeutsch, sondern eine klare, deutliche und nach Möglichkeit auch kurz- und bündige Sprache, die jeder versteht. Und die muss also auch so formuliert sein, also dass keine Widersprüchlichkeiten drin entstehen. Also dann kann man das wieder verschieden auslegen. Es kommt also darauf an, dass es eindeutig ist. Dass man also nicht sagen, also den Punkt, den kann ich so und so auslegen, sondern das muss eindeutig sein und das muss jeder verstehen. Meine Frage, hast du mich verstanden, so wie ich gesprochen habe? Ja. Okay.
Bitte. Ich wollte gerade fragen, wer hat jemand jetzt eine Liste der Arbeitsgemeinschaften? Weil das wäre so vielleicht noch eine AG Medien oder so machen da. Also mein Vorschlag wäre, dass... damit diese Sachen einfach nicht verloren gehen. Also ich könnte auch mitmachen bei der AG Medien oder so und gucken, ob man da irgendwie, was man da bündeln kann oder wen man da noch mit rankriegt. Also mein Vorschlag wäre, möglichst bald ein Arbeitstreffen zu machen. Also von Leuten, die sagen, ich möchte in einer dieser Arbeitsgruppen mitmachen. Das könnte man von mir aus auf Vorschlag Sonntag legen, damit man da mal einfach 2 Stunden Brainstorming macht. Einfach nur Aufgaben aufschreibt. Das ist wahnsinnig wichtig, das ist der Grundstock. Bevor man Antworten gibt, muss man Fragen haben. Und die Fragen sind im Allgemeinen das Wichtigste überhaupt. Ich würde sagen, Susanne, wir nehmen unseren Flipchart, stellen den hier hin und können wir hier das ganz gut festhalten. Vernetzung vielleicht. Also ich dachte mir, wir machen hier so Zettel schon und jeder trägt sich ein oder noch nicht? Ist es noch zu früh dafür? Wir können jetzt fragen, wie sieht das zum Beispiel mit Sonntag mit einem Treffen aus? Sonntag, weiß der Himmel, 14, 15 Uhr. Und könnten dann also schon mal aufschreiben, wer dabei sein möchte. Ich hätte auch einen Vorschlag zum Prozedere sozusagen, wenn man so ein Treffen wie heute hat, also angenommen, sowas gibt es alle 2 Wochen, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass nach einer Dreiviertelstunde gemeinsam man dann mal für eine halbe Stunde in die verschiedenen AGs geht, damit man auch kurzfristig nochmal sich ganz schnell wiederfinden kann. Die AGs sollten sich vielleicht auch natürlich auch und im Netz korrespondieren können, aber eben vielleicht dazwischen drin einmal treffen und dann immer bei so einem allgemeinen Treffen einen kleinen, also eine halbe Stunde reicht vielleicht auch schon für die AGs, dass die mal kurz ein Schrittchen weiterkommen und dann nochmal kurz hier Ergebnisse vorstellen oder aktuellen Stand. Ja. Dass man dann, dass es auch flüssig ist, weil dann könnte auch jederzeit einer sagen, okay, das interessiert mich, da gehe ich jetzt mal rein in die AG, wenn es nur für 2-3 Wochen ist und dann... Also ich greife nochmal auf, ich habe dich jetzt so verstanden, dass du sagst, Arbeitsgruppen auch innerhalb solcher Plenumsitzungen, sondern regelmäßigen Treffen ermöglichen zur kurzen Unterbrechung. Und würde noch was Eigenes hinzufügen, es könnte den Vorteil haben, dass also dass 3 Experten, die, wenn zum Beispiel das Stichwort XY kommt, dazu 3 unterschiedliche Meinungen sagen, rausgehen würden und würden sich kurz untereinander verständigen. Genau. Wäre das so der Gedanke? So was dachte ich. Um eben, was du gesagt hast, dass man eben nicht ewig meldet, sondern wenn man mal kurz die Themen zusammengetragen hat und dann gehen diejenigen, die in der Arbeitsgruppe sind und diejenigen, die sich für das Thema interessieren, in verschiedene Ecken, kann man auch mal kurz eine rauchen gehen oder so und eine halbe Stunde später trifft man sich wieder und jede Arbeitsgruppe hat sozusagen einen Sprecher oder 2 und sagt kurz, ja, wir haben das und das gemacht, wir sind jetzt so weit, wir wollen als nächstes das und das angehen. Susanne, willst du mal so einen Zettel rumgehen lassen? Ich gehe mal eben zu Heiner hoch und frage, ob wir Sonntagnachmittag hier rein können. Ja. Dann frag das erstmal, bevor ich lassen, ja, nur, also wir können ja schon mal feststellen, wer hat Interesse an der Mitarbeit in der Arbeitsgruppe. Okay. Das wäre so gut, wenn alle ihre E-Mail-Adressen nochmal aufschreiben, wir haben das letztes Mal auch gemacht, um einfach einen Verteiler zu machen. Legen wir uns auf den Schreibtisch, ja. Aber also, oh, bitte so schreiben, dass man es auch lesen kann. Ja, das war ja, danke. Ja, ich lass mal rumgehen. Möchtest du noch irgendwie eintragen? Also vielleicht die E-Mail-Adresse anschreiben und vielleicht ein Interesse, was man an welcher Arbeitsgruppe oder welche Bereiche man mal was dazu sagen? Vielleicht sollte man erstmal beschließen, was man für Arbeitsgruppen hat. Ja, wenn man jetzt den Zettel rumgehen lässt und jeder irgendwas beschreibt. Eigentlich finde ich es konkreter, wenn man Gruppen... Ich meine, wir wissen alle, wo wir hinwollen, das Ziel ist klar. Und jetzt muss man sich halt Gedanken machen. Das kann doch jeder dahinter schreiben. Und dann kopieren wir nachher.
Aber wir müssen ja wissen, welche Gruppen es gibt. Deswegen meinte er. Dass man das erstmal strukturiert und sagt, was für Arbeitsgruppen überhaupt. Und dann kann sich jeder eintragen. Ich kenne mich aus mit Werbung, aber nur mit Marketing. Da jetzt bestimmt, sollte man bestimmt auch differenzieren und sagen, der eine macht diesen Marketing-Aspekt und guckt, was kommt bei den Leuten an, wie kann ich wo ansetzen und der nächste setzt das um. Also, dass man das, also wir wissen ja, wie gesagt, jetzt alle, wo wir hinwollen, und jetzt muss man sich eigentlich nur noch Gedanken machen, wer kann sich wie wo einbringen. Ich glaube, dass der Punkt, denn am Sonntag, wenn wir hier rein können, am Sonntag geklärt werden soll, so habe ich es verstanden, dass wir am Sonntag die Gruppen benennen und uns einbringen. Ich hätte zum Beispiel einen Vorschlag, eine Gruppe Medienarbeit, eine Gruppe Vernetzung, eine Gruppe Marketing, eine Gruppe Internetvernetzung, also die Administratoren, die die Internetplattform betreiben. Und einmal eine Gruppe, die einen Aufruf oder eine Präambel, das meiste brauchen. Jeden Tag oder jede Stunde ein Bild von einem Europäer. Sonntag geht nicht. Wir müssen uns einen anderen Termin suchen. Oder wir machen es bei uns zu Hause. Oder wird das zu viel? Nö, wird nicht. Eigentlich nicht. Wir sind ja ab 11 wieder zu Hause. Und ich denke mal, danach können wir. Okay, wenn ihr, dann würde ich vorschlagen, machen wir es bei uns zu Hause. Das ist ein Steinwurf weg von hier. Wenn ihr die Internetfirma, die E-Mail-Adressen da lasst, schicken wir euch eine genaue Wegbeschreibung. Das ist nötig. Das ist auch nötig. Also ich müsste dann übrigens sehr genau lesen. Es wird natürlich erst schwierig, wenn man im Haus drin ist. Schon so manche auf halbem Weg. Können Sie ja Farbkleckse auf dem Treppenhaus machen. Hey, das ist die Idee. Machen wir. Ja. Also wenn es nach mir geht, würde ich jetzt eigentlich vorschlagen, Schluss zu machen. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Irgendwann ist man erschöpft. Und ich möchte auch gerne darauf hinweisen, also nächste Woche ist das Treffen für Ausländer, die in Berlin leben, denen wir das Projekt vorstellen werden. Es wird also viel Wiederholung geben. International gesprochen? Nee, eigentlich Deutsch, also vielleicht ein bisschen Englisch. Aber ich würde sogar ganz klar meinen, da braucht nicht jeder zu kommen, weil es eine Zielgruppenveranstaltung ist. Ja, gut. Also wir sollten auch nicht, also eine Kerntruppe muss schon da sein. Aber das Wichtigste wäre, dass wenn ihr deutschsprachige Ausländer kennt, sie dafür zu interessieren, hierher zu bringen. Und in ca. 14 Tagen das Treffen mit Künstlern, sogenannten Kulturschaffenden. Termin steht noch nicht genau fest, wo wir einfach über... Ich finde aber, dass sie nicht unbedingt nur deutschsprachig sein müssen. Ich erinnere jetzt wirklich nochmal ganz explizit an die Refugees, die in Kempern in der Schule dort sind, die uns Lokalitäten zur Verfügung stellen könnten, um sich dort zu treffen und in einem anderen Rahmen vielleicht zu machen. Man könnte diesen europäischen Rahmen sehr noch sprengen und das eben über Grenzen hinaus heraus katapultieren als Idee und eben die sozusagen auch denen klar machen, dass wir die mit drin haben wollen. Dass wir keinen ausschließen, sondern wirklich international agieren möchten. Was hältst du denn davon, dass wir da einfach noch zwei Veranstaltungen machen? Also ich denke, für unser Projekt ist also sehr wichtig, dass wir den Multiplikatoreffekt in die EU-Staaten haben. Und da wäre es meines Erachtens also rein technisch sehr schön, wenn man da Deutsch reden könnte. Denn diese Leute können wir dann möglicherweise auch als muttersprachige Übersetzer gleich in Anspruch nehmen. Deinen Gedanken halte ich für sehr wichtig. Nur wird die Sitzung komplizierter, wenn wir dann möglicherweise wegen zwei oder drei Leute das Ganze nochmal in Englisch und möglicherweise noch in Französisch führen müssen. Ja, aber das müssen wir eben in Kauf nehmen, denke ich, und das wird unumgänglich sein, dass man das eben auch multisprachlich eben führen muss, früher oder später auf jeden Fall. Im Netz sollte man sich dann auch eben Gedanken machen, wie das eben möglich ist, aber eben auch lokal eben gar nicht erst ausschließen, sondern leistern, jeder kann kommen, jeder ist eingeladen, jeder, der hier darf mitreden und kann sich einbringen. Mhm.
Jetzt schreibe ich mich doch auf, obwohl ich eigentlich mein E-Mail-Post wahrscheinlich nicht mehr aufmache. Und das Falle ist. Ob wir Logo 2 kriegen müssen, brauchen wir einen Namen. Wiedererkennungstechnik. Ich habe schon, im Endeffekt, wenn es um Europa und jedem einzelnen Menschen geht, wenn man zum Beispiel einfach so eine Facebook-Seite hat, dann kann man das hat oder jede Stunde ein Bild von einem Europäer hochladen. Dann hast du das Logo einfach nicht. Nee, wir haben Den erkenne ich ihn, dann kann ich vom Australier unterscheiden. Ich habe persönlich ein ganz, ganz großes Problem. Mich erinnert das, was wir hier gerade machen, an die Anfänge der sogenannten Occupy-Bewegung. Also es ist auch echt überhaupt nicht böse, ich meine, dass ich mich da bei diesen Arbeitsgeschichten nicht anmelde. Aber ich habe gerade einfach ein enormes Déjà-vu. Ja, und ich weiß, wo das Ganze hinführt. Und die Ansätze sind genau die gleichen wieder. Also im Endeffekt wurde nicht daraus gelernt. Ja, aber klar, du willst es dann besser machen. Da gibt doch mal eine Alternative. Siehst du, du willst von mir eine Lösung haben. Also. Ja, aber wir müssen doch erstmal, wie gesagt, das B erstmal erreichen. Ja? Aber dass dir nicht gefällt, wissen wir doch. Aber das weißt du doch gar nicht. Doch, das haben wir doch eben schon gemerkt. Die Grundidee ist vollkommen in Ordnung. Finde ich auch total unterstützenswert. Ja? Aber die Herangehensweise ist halt immer die gleiche. So, und wir haben nicht daraus gelernt, dass wir jetzt schon nur an gewissen Meinungssachen schon total rückläufig sind. Also hallo jetzt. Ja? Jetzt sage ich dir aber ehrlich mal was. Wir fangen tatsächlich hier was Neues an, ja. Aber glaub bitte nicht, dass alle Leute grundsätzlich unstrukturiert sind. Ich habe eine ganz klare Struktur. Und ich würde aus einer Gruppe, ehrlich gesagt, ausbrechen, wenn ich merke, dass sie zerfasert. Ja. Und das geht nicht. Und dafür müssen wir eben ein Koordinationstreffen machen, wo wir uns wirklich über Arbeitsschritte verständigen. Genau. Und wenn da keine Ordnung reinzubringen ist, dann können wir das Projekt abblasen. Dann werden wir nämlich niemals in der Lage sein, eine europäische Bewegung in den Gang zu setzen. Und von daher sind solche Treffen absolut entscheidend. Ich denke, das ist ein ganz anderer Unterschied, weil es ja schon eine Zielsetzung hat. Nicht so wie bei Occupy, was machen wir jetzt oder so, sondern das geht ja schon in europäische Verfassung hin, in die Richtung. Also ich sag mal so, dann ist es eher eine, hat ja auch die Gruppe sozusagen immer einen Auftrag innerhalb des Projektes. Ja, was nun immer Öffentlichkeitsarbeit oder, ja. Aber Jörg, du kannst aber grob verstehen, was ich meine, oder? Ja, aber vielleicht haben wir ja da jetzt einen Vorsprung, dass wir diese Erfahrung alle schon gemacht haben. Und alle erstmal schön ausgelutscht und zerfasert. Deshalb meine ich, dass ich gerade echt ein Déjà-vu habe. Ja, dann lass uns doch mal Strategien entwickeln, bitte. Ja, das können wir gerne machen. Aber das nehmen wir mal A und schauen mal, was ist B. Das brauchen wir aber nicht hier machen, sondern dafür haben wir ja schon gesagt, es wird Arbeitsgruppen geben. Ja? In den Arbeitsgruppen dagegen, ne? wird grundsätzlich müssen erstmal Informationen eingeholt werden. Ja. Wie zum Beispiel, wie ist diese Idee der Verfassung in Island zum Beispiel entstanden? Mhm. Das ist ein enorm wichtiges Ding, Top-Ding. Aber vorher brauchen wir uns auch überhaupt keine Gedanken machen über Logos oder wie wir irgendwelche Flashmobs machen. Ist für mich total irrelevant. Gut. Also, also erstmal müssen wir die Informationen sammeln, um zu wissen, mit wem haben wir es überhaupt zu tun und mit was haben wir es überhaupt zu tun. Daniel, das Ding ist, wir haben jetzt schon einiges an Informationen gesammelt. Wir sind Menschen, die schon einiges da zu wissen, deswegen sind wir vielleicht schon einen Schritt weiter als du jetzt gerade, weil wir schon jetzt erst dabei sind. Wie bringt man dann die Informationen an alle, so dass sich alle damit auseinandersetzen können? Genau, das ist auch wieder möglich. Jeder auf seine Weise. Die Leute, die jetzt schon aktiv sind, die interessieren sich halt auch dafür, weißt du? Also den kann man das ja erstmal nahebringen. Aber ich denke, wir sind schon an dem Punkt, dass wir dem sogenannten Volk das nahebringen wollen. So, aber erstmal müssen wir den Leuten, die es verkaufen sollen, denen müssen wir es doch erstmal hundertprozentig beibringen. Wie machen wir das? So, wie erreicht man denn eine Welle? Nicht indem man eine Welle hat, sondern indem man erstmal kriegen Anstoß. Das haben wir ja schon gesprochen über verschiedene Medien. Also ich habe ja zum Beispiel einen Artikel geschrieben, wir machen Videos über Interviews. Wäre gut, wenn mehr Leute ihre Statements sozusagen schreiben, über Alex Elf zum Beispiel, einfach dazu schreiben, warum sie das gut finden, einfach das über mehrere Kanäle verbreiten. Und eben Radio und sowas haben wir auch schon angesprochen und Medienarbeit. Sobald ich auf einer guten Idee im Konsens gefunden habe, auf europaweiter Ebene, wird sich quasi, da sollte man sich wenig Sorgen machen, weil sich dann Multiplikatoren von ganz alleine finden.
hat angefangen mit zum Beispiel im Prinzip der Assemblea, um es mal als konkretes Beispiel zu nehmen. Es wurde quasi in Spanien entwickelt, hat sich von da aus dann in Europa über das Internet quasi in Nullzeit total schnell übertragen. Die Griechen haben es angefangen nachzumachen, in Deutschland ist es angekommen. Frankreich wird damit teilweise gearbeitet, wenn was los ist. Die Engländer kennen das mittlerweile auch. Und es ist dann auch bewegungsübergreifend dieser Impuls gegangen. Das heißt, diese Welle ist dann da entstanden. Du hast diesen Multiplikator und es schwappt dann über, es taucht überall auf. Das Internet verteilt das von alleine. Wichtig ist halt, dass man den richtigen Content zur Verfügung stellt. Das ist eigentlich das A und O an der Sache. Das heißt, wenn man jetzt an so Sachen wie in der Verfassung oder so arbeiten möchte, dann muss man das können. Ja, generierst den Content einmal, stellst den raus und der Rest verteilt sich dann. Dafür haben wir ja mittlerweile die Methoden. Das heißt, wenn die Idee wirklich gut ist, dann verteilt sie sich von ganz alleine. Da muss man sich nicht wirklich Sorgen drum machen. Das sind Schaltkreise. Wir haben das jetzt ja auch schon auf Facebook gesehen, wie schnell das geht. Aber wir hatten doch vorhin gesagt, dass Facebook oder allgemein das Internet so viele von so viel ausmacht. Ja, das stimmt. Ja, muss erstmal Facebook vom Internet überhaupt, also vielleicht besser einen Blog zu machen und den dann immer nach Facebook auch noch mitverteilen, aber es gibt halt ganz viele Leute, die haben keinen Bock auf Facebook und sagen, ich melde mich doch nie an, nur für einen Sabber oder was. Ja. Ein wichtiger Punkt habe ich noch kurz angebracht. YouTube ist frei, YouTube ist offen und YouTube hat bei weitem höhere Nutzerzahlen als Facebook. Das war nicht, was das soziale Netzwerk als solches anbelangt, aber was die Verteilung von Inhalten anbelangt. Okay, aber da können wir uns doch noch später drüber unterhalten. Das sind alle Kanäle. Ich meine eben, ist doch, wir benutzen Facebook und YouTube einfach. Uns wieder melden bitte. Ja, also ich verstehe niemand, was im Livestream. Ja, also ich denke mal, wir können die Sache relativ einfach halten, so auch so kompliziert sie scheint, indem man den Kern einfach nach oben hält. Also wir wollen, dass die Bürger selbst eine Verfassung schreiben. Das ist der Kern. Und diese Rahmenbedingungen müssen wir schaffen. Und wenn wir uns immer wieder diesen Kern hervorheben, dann denke ich, dann verzetteln wir uns auch nicht und dann gibt es auch kein Déjà-vu-Erlebnis mit Occupy und so weiter. Und die Frage müssen wir uns stellen. Und einen Vorschlag wollte ich jetzt mal machen. Dadurch, dass ich denke, dass wir auch schnell einen eigenen Blog haben sollten und nicht Facebook, wie wäre es, dass wir Namen irgendwie mal brainstormen? Ja. Denke ich schon irgendwie, das würde auch einen Gruppenzusammenhalt gleich generieren. Also einen hatten wir mal, New Rope, wäre dann neues Seil, auch wenn man es getrennt ausspricht. Neuropa hat mir nicht gefallen. Ja, und dann schlimmste Fall halt auch das. Schlimmsten oder um die Hände. Dann nichts mehr hilft. Na dann Gegenvorschlag. New Rope. Neuropa. Ja, naja, das ist ja alles. Wir haben ja auch eine Anfrage bekommen. Wir können die Webseite, das wäre gut, wenn wir das jetzt heute abstimmen, weil ich habe gesagt, dass wir das heute besprechen. Wir haben ein Angebot bekommen, die URL weareeurope.net zu bekommen. Also wir könnten die nutzen. Und zwar, so wie ich das verstanden habe. Ich habe damit gleich ein ungutes Gefühl, es klingt für mich wie genau das, wovor vorhin gewarnt worden ist, vor diesem typischen EU. Ja. Also Europa, diese Wir sind Europa-Kampagne gab es von Merkel schon. Vielleicht sollte man das lieber in UR machen. Ja, anstatt We Are, sondern UR. UR, ja. UR, Europe. Ich finde, Also wir haben dieses Angebot und ich müsste das dann jetzt demnächst halt der sagen, ja, nein, deswegen spreche ich das jetzt an, wollen wir das haben, diese Seite oder nicht. Ist das eine laufende Plattform schon? Die Plattform gibt es schon, die ist für ein anderes Projekt eigentlich mal entstanden, aber wird nicht mehr genutzt. Mhm. Und soweit ich das verstanden habe, können wir die kostenlos nutzen. Oh, ja. Okay. Also ist das jetzt ein Stimmungsbildabfrage? Nee, das ist jetzt die Frage an euch einfach, wollen wir We Are Europe als eine Seite zum Beispiel nutzen? Wir könnten uns ja noch entscheiden, ob wir die jetzt als Hauptseite nutzen oder als so eine Seite zum Beispiel, wo man dann einfach Kommentare sammelt oder Artikel oder Meinungen sammelt, so wie Günther das gerade eben beschrieben hat, dass man jeder dort schreiben kann, einen Artikel draufstellen kann und sowas. Also einfach eine Information. Ja, wir konsensieren jetzt den Namen. Die Redeliste? 3. Also als Nebenseite finde ich es okay, aber als Hauptseite würde ich ein Veto einlegen. Gibt es eine Redeliste? Ja, jetzt ist freier Reden. Also Namen sind ja ist schon wichtig, nicht das A und O und nicht das Hauptwerk, aber es ist schon wichtig. Wir können ja mal brainstormen, aber eine Entscheidung würde ich heute nicht fällen wollen. Mhm.
das Angebot steht, ob man das erstmal, solange nichts Neues da ist, nutzt, finde ich gar nicht so schlecht, aber um dem Kind das, den richtigen Namen zu geben, braucht es, glaube ich, ein bisschen. Hm. Was denn? So ein bisschen Zeit, und Raum. Zeit zum auch für mehr Informationen einbinden. Also unter Zeitdruck gibt es selten die besten Entscheidungen. Hm. Also dann sollten wir es trotzdem weit nach oben setzen. Ja. Genau, oder? Darf ich das mal, wir haben eine AG Konsensieren gegründet so und haben uns mit so neuen Konsensierungsmethoden auseinandergesetzt, die quasi auch die Probleme der alten Konsensierungstechniken und Modelle halt ein Stück weit beheben und halt weitaus freiere und auch weniger manipulierbare Entscheidungsprozesse im Grunde genommen zulassen. Ja. Und weiß nicht, im Grunde genommen, wenn es darum geht, dass man schon bereit ist zu konsensieren, wäre es irgendwie mein Anliegen, das auch nochmal irgendwie so ein bisschen in die Welt zu tragen, dass es da quasi Methoden gibt, mit denen man halt konfliktfrei halt auch sehr kreativ und die Intelligenz der Gruppe nutzen kann und arbeiten kann. Und hört sich sehr spezifisch an oder kannst du konkreter werden? Ja, also welche schwierigen großen Fehlermomente es da geben kann? Konsens ist ja schon ein großes Ideal. Also ich denke mal in unserem Rahmen das einzig Mögliche, aber es ist trotzdem in dem, was wir kennen, idealer als alles andere. Mhm. Ja, es gibt ja auch Power to the People. Ne? So, das, genau. Also von den alten Konsensmethoden. Ein Teil der alten Konsensmethoden ist auch sehr gut, sozusagen. Das hat uns schon auch geholfen und da hat man ja auch schon viele Erfahrungen hier gesammelt, sozusagen auch in der Friedensarbeit, sprich die Assemblea-Regeln. Andererseits gibt es aber daran auch Punkte quasi im Ablauf, die halt dann sozusagen den Entscheidungsprozess plötzlich abbrechen. Jemand hängt einen Strohhalm quer und legt ein Veto ein, zum Beispiel. Aus welchen Gründen auch immer, das kann berechtigt sein. Ja, aufgrund dessen, kannst du ein konkretes Beispiel nennen? Also. Wie jetzt zum Beispiel gerade Maestro bzw. Halt gerade ein Veto eingelegt hat in dem Prozess, dass er quasi so nicht weitergeht. Man hätte auch, wenn ihr doch anders angehen könnt, das Veto ist ja per se, also als altes Konsensierungsmodell, eine 0-1-Entscheidung. Ja? Also im Grunde genommen gibt Widerstand an auf 0 versus 1. Man hat aber eigentlich auch die Möglichkeit, und das darin steckt dann viel mehr Information, auch sich im Grunde genommen dann über den eigenen Widerstand miteinander zu unterhalten oder über die verschiedenen Bedenken und dann halt die Lösung zu optimieren, nämlich quasi abgestufte Widerstände sozusagen für die Lösung generieren und halt eben quasi nicht diesen einfachen Mehrheitsentscheid zu haben, A versus B, ja, sondern A und B. Und dann hast du schon unabhängige Bewertungen der einzelnen Optionen. Dadurch sind sie erstmal schon weniger manipulierbar und ist auch weniger störbar, weil man halt eben den Prozess nicht blocken kann, sozusagen durch ein Veto. Da sprichst du also und, sozusagen schon von neueren Methoden, die ich schon als fast ältere bezeichne, die, mit denen ich schon länger arbeite. Also es gibt, ich kenne 5 Ja-Stimmen und nur eine Nein-Stimme und die Nein-Stimme beinhaltet, dieses Veto beinhaltet lediglich, also auch noch sehr kraftvoll, ich kann sonst nicht damit leben. Also ich müsste die Gruppe verlassen oder so. Ne? Mhm. Da kommen wir ja zu gar nichts mehr. Ja, aber das kommen ist... Kommen wir ja zu gar nichts mehr. Das Veto meint, ich stimme nur dagegen, wenn ich wirklich damit nicht leben kann. Ansonsten gibt es 5 verschiedene Abstimmungsmodelle, die ein Mittragen trotzdem noch ermöglichen. Darf ich da mal ganz kurz was sagen? Also was total wichtig ist, finde ich zumindest, nicht nur gegen etwas zu sein, sondern auch gleichzeitig wirklich eine Alternative zu sagen. Also, dass wir uns hier alle gegenseitig hier bei, es fällt mir im Internet auch auf Facebook, da wird ständig vorgehalten, das machen wir falsch, das wird falsch gemacht, das ist scheiße. Mhm. Aber keiner kommt mal auf die Idee zu sagen, so macht man es besser. Weil das als scheiße ist, wissen wir, aber jetzt muss mal gesagt werden, wie machen wir es besser sozusagen. Und genau so sollte man, finde ich, auch ein Veto behandeln. Also wenn jemand schon ein Veto macht, dann sollte man ihn auch fordern und sagen, wie würdest du es denn lösen? Und dann vielleicht daraufhin einen Konsens zu finden. Veto ist für mich Widerstand quasi, ist eigentlich dasselbe wie Widerstand. Und es ist quasi die Denke, dann den Widerstand quasi mal aufzufächern sozusagen. Ich habe ganz starken Widerstand, damit drückt man auch die Dringlichkeit aus, versus ich habe da Widerstand. So, ne? Man kann das von einer Skala von 0 bis 3, 0 bis 5, 0 bis 10 machen und kann dann im Nachhinein sogar noch die im Grunde genommen Zustimmungswerte mit erfassen beim Konsensieren. Das erleichtert quasi nochmal auch irgendwie die Abstimmungsprozesse und Entscheidungen.
weil man muss sich halt überlegen, entweder können sich diese Widerstände, die dann auf verschiedene Optionen abgegeben werden, auch sehr gleichen, dann braucht man halt noch weitere Entscheidungshilfen, oder der Widerstand misst eigentlich sowas wie die negative Emotion, die Unzufriedenheit mit dem System, ist ein Stück weit halt dann so Gegenpart zu der Nulllösung, wie überhaupt erstmal die Veränderungsmotivation erfasst. Man erfasst viel mehr Informationen, wo das Problem liegt, sozusagen zur Veränderung einerseits, und wie man auf die Menschen eingehen kann, dass man sie in den Prozess wiederum mit einbinden kann und dann halt optimierte Lösungen findet. Und dieses Argument zum Beispiel irgendwie, dann hat man kann dadurch zum Beispiel diese Links-Rechts-Problematik nicht lösen oder man findet immer nur den kleinsten gemeinsamen Nenner. Das ist im Grunde auch ein Vorurteil. Man muss bedenken, da gibt es ja auch Prozesse, wenn sie dann so kreativ und auch intelligent ablaufen, hat man nämlich These, Antithese, Synthese. Ja? Und somit kann man letztendlich tatsächlich in solchen Prozessen irgendwie, wenn sie nicht quasi durch sozialisierte Mehrheitsprinzipien, wie wir sie momentan noch haben, irgendwie gestört werden, und das ja, kann man dann tatsächlich mehr als die Summe seiner Teile generieren und Visionen entwickeln, so, die auch dann die Politik einbringen. So. Ja. Also das, was, ja, also das, was ich gehört habe, jetzt, du bist in der AG Konsensieren auch, ne? Mhm. Also das, was ich bis jetzt gehört habe, scheint es doch ganz gut zu funktionieren, oder? Also ich denke, also da werden ja die Tagespunkte auch sogar konsensiert am Anfang. Mhm. Und man misst dann statt Mehrheiten, einfache Mehrheiten zu bilden, die Widerstände, und die mit dem geringsten Widerstand, diese Punkte werden dann besprochen oder eben halt auch nicht. Wir haben noch Widerstände, und wo sind die Widerstände? Und dann kann man fragen, warum hast du diesen Widerstand? Ja. Und dann kann man das wieder einbringen und dann nochmal gucken. Also ich glaube, es ist wichtig, und ich glaube, da wird auch vorausgesetzt ein respektvoller Umgang miteinander. Ne? Also anders geht es ja auch nicht. Also das Grundprinzip ist, dass jeder gesehen und gehört wird natürlich. Ne? Und ich stimme nicht zu, dass man eine fertige Lösung bereits, wenn man den Widerstand schon Mut hat, den Widerstand zu äußern, dass man dann gleich irgendwie konkrete Vorschläge zu machen hat. Wichtig ist allerdings, selber begründen zu können, warum oder wo der Widerstand liegt. Also man kann etwas hinzufügen, wenn man also das kann einer Gruppe eben auch schon wieder eine neue Energie geben, um gemeinsam nachzudenken. Also zu sagen, also Moment, ich habe hier ein komisches Gefühl gerade oder das und das gefällt mir gerade nicht so, ist wichtig und ich weiß zwar jetzt auch nicht weiter, ist aber für die Gruppe wichtig zu hören. Genau, also das würde ich quasi auch klar sagen, das ist relativ legitim, so wie wir es damals teilweise bei guten Assemblées hatten, wenn jemand ein wirkliches Veto hat, zu sagen, warum hast du ein Veto, zu sagen, ich kann es nicht genau verifizieren, ich fühle mich mit dieser Entscheidung nicht wohl, ich müsste darüber nachdenken, deswegen lege ich jetzt erstmal ein Veto hin, aber ich weiß, dass ich mich damit total unwohl fühle, also ich kann das so nicht mittragen. Also man kann nicht immer gleich ein Gegenargument haben, in dem Fall jetzt, wie du es gerade beschrieben hast, wurde ja diese Seite. Ich meine auch nicht so. Nee, war das aussehen, da wurde ja quasi eine Seite vorgeschlagen, Seitenname, We Are Europe. Und ich habe gesagt, da hätte ich totales Veto gegen. Ich würde mich mit sowas wie in Europe wohler fühlen, weil es anders klingt und eben dieses Ursprüngliche, was eine Merkel schon bedient hat, nicht mehr bedient. Also da war eine klare Schlussfolgerung hinter, warum habe ich das Veto und bla bla bla. Gelingt halt nicht immer. Geht halt nicht immer. Aber. Also Mangel an Wissen kann zum Beispiel auch ein Veto auslösen, ne? Weil ich sage, ich kann ja gar keine Entscheidung fällen, weil ich weiß so wenig drüber. Ne? Ja, ja. Dann muss man demjenigen einfach Zeit einräumen. Beziehungsweise auch die Informationen liefern, ne? Da kann man dann nochmal einen Prozess hier anschließen, weil das, man kann ja auch statt Veto kann man auch sagen, ich habe hier einen Widerstand von 10. Ja? Das deutet an, wir müssen nochmal eine neue Runde gehen und nochmal darüber nachsinnen, brauchen wir mehr Informationen, müssen wir über neue Lösungen nachdenken, was konkret stört hier eigentlich. Und das ist eigentlich so das Prinzip daran. So. Also man braucht gar nicht jetzt mehr ein Veto schreien, sondern es reicht einfach, hier ist mein Widerstand. So. Ich will darüber nochmal sprechen. So eben. Basti war hier schon eine Weile. Ja, also ich halte mich auch kurz. Also ich finde es ein sehr, sehr wichtiges Thema, welches Abstimmungsverfahren wir verwenden wollen. Also jetzt wurden ja irgendwie E-Mail-Adressen aufgeschrieben. Es wäre nett, wenn man in diesem Verteiler, denke ich mal, bündelt es am Ende. Wenn du vielleicht einfach mal allen schreiben könntest, wie das funktioniert, damit wir irgendwie auf den Kenntnisstand kommen. Wie was funktioniert? Mit dem SK-Prinzip. Also da gibt's ja, da kann ich auf alle Fälle Quellen rumschicken, genau. Sozusagen. Und auch was jetzt so diese Schlüsselgeschichte von diesen Mehrheitsprinzipien, diese einfaches versus qualitatives Mehrheitsprinzip, auch mit der Auswirkung auf die Gesprächskultur zum Beispiel, ist auch ganz spannend. Und ansonsten würde ich halt auch gerne einladen zu einem demnächst stattfindenden AG-Treffen der AG Konsensieren.
Der Termin steht jetzt noch nicht ganz fest, aber kann ich auch gerne über den Mailverteiler schicken. Der wird gerade konsensiert, genau. Wer Interesse hat, kann gerne mitmachen. Also. Ja. Also das nur als Anregung, denke ich. Also ich finde, glaube ich, genauso wichtig wie den Namen, auch jetzt das Abstimmungsverfahren. Wie wollen wir denn vorgehen, um zu einer Entscheidung zu kommen? Aber wie stimmen wir denn über das Abstimmungsverfahren? Na, das ist das Wichtigste. Erstmal über denselben Kenntnisstand. Ne? Wir brauchen alle Wissen und dann geht das vielleicht auch leichter. Ich glaube, da schaffen wir sogar Konsens an der Stelle. Das ist halt die Frage, wann wählt man welches Abstimmungsverfahren? Das Konsensieren als durchgängige Lösung aus schließlich anderer zu sehen, finde ich gar nicht gut, weil aus zwei Gründen. Einerseits, in Bezug auf diese europäische Parlamentsgeschichte finde ich das sehr gut. Ich glaube, dass das auch technisch wahrscheinlich eine Möglichkeit ist, aber vielleicht muss man verschiedene Möglichkeiten eruieren oder eben die da miteinander vergleichen und gucken. Und zweitens, es geht nicht immer darum, Entscheidungen zu treffen, die den geringsten Widerstand hervorrufen. Nee, manchmal muss man Entscheidungen treffen, die gegen sehr alle Widerstände durchgesetzt werden muss, um überhaupt erst einmal eine Basis zu kriegen, auf der man agieren kann. Und da sehe ich halt ich die Schwierigkeit vielleicht. Da habe ich Widerstand. Da muss man auch absoluter Widerstand. Ja, wenn wir jetzt uns mal vorstellen, wir würden den Flughafen Berlin-Brandenburg planen, dann wären wir jetzt in der Bauleitplanung. Und kriegt erstmal den Lohn vom Bauleiter? Hallo, komm, bleib bitte ernsthaft. Ich meine das jetzt wirklich ernsthaft. Man muss sehen, wir sind noch nicht im Projekt drin, sondern wir überlegen uns, wie das Projekt aussieht. Und dafür ist eins notwendig, dass wir die unterschiedlichen Phasen erstmal aufgeschrieben haben, was muss alles passieren, welche Fragen, welche Infrastruktur ist zu legen. Und innerhalb der Infrastruktur ist das zukünftige Abstimmungsverfahren ein Punkt unter vielen. Und im Moment kann ich nur sagen, für diese Planungsgruppe, da muss einfach Harmonie herrschen und die muss sich ergeben. Und wenn die sich nicht ergibt, dann brauchen wir, dann wird es eben nichts. Nicht gleich drohen. Nein, das hat mit Drohungen nichts zu tun, dann wird es nichts werden. Ich bin aber davon überzeugt, dass wir eine gemeinsame gute Absicht haben. Und wir müssen jetzt mal die unterschiedlichen Aspekte zusammentragen. Also ich könnte eine Stunde lang über Probleme sprechen, die dieses Projekt beinhalten. Das macht aber keinen Sinn. Das sind nämlich dann nur meine. Und ich finde es viel besser, wenn wir uns in einem kleineren Kreis treffen von Leuten, die sagen, wir wollen wirklich mitarbeiten. Und dass jeder seine Punkte vorträgt. Und die werden gleichberechtigt an eine Tafel geschrieben. Dann versucht man die wieder bei einem vernünftigen, ernsthaften Brainstorming immer gilt, dann werden die in eine Ordnung gebracht. Dann überlegt man, welche Punkte passen zueinander und dann werden die in einer Gruppe besprochen. Das ist, glaube ich, ein vernünftiges Verfahren. Wir können nicht alle Fragen gleichzeitig lösen. Und wir müssen am Anfang die Gleichberechtigung von Problemen und Aspekten erstmal zur Voraussetzung machen. Und deshalb auch die Frage, wie wird abgestimmt, ist nicht die alleinentscheidende. Und wenn wir uns an einer Frage festbeißen und dann an allen anderen nicht weiterkommen, dann macht das keinen Sinn. Ja. Sprich, wenn du sprechen willst. Gut, dann spreche ich. Ja, also ich meine, klar, wenn man aber eine Infrastruktur aufbauen will, rein aus technischer Sicht braucht man dafür einen Namen, weil irgendwie ein Name muss das Forum tragen, man muss das irgendwie erreichen können. Also bedingt sich das allein schon technisch, dass dort eine Entscheidung getroffen werden muss. Und deswegen kamen wir dann zum Abstimmungsverfahren, weil es ja schon beim Namen ja schon losging. Ja, nur um das nochmal aufzuschlüsseln, weil ich glaube, in dem Moment war es so oben. Deswegen das Abstimmungsverfahren, klar, man kann natürlich auch sagen, das entscheidet einfach jetzt eine kleine Gruppe, wie das heißt. Nee, aber das wäre doch eine gute Aufgabe für den nächsten Termin, sich da was zu überlegen und Vorschläge eben schon mal zu machen, die jeder eben für sich hat. Und dann gucken wir mal, wo die Tendenz hingeht und dann können wir das ja auch noch mal im Netz verbreiten und da noch mal eine Rückmeldung uns abholen. Und dann haben wir ja dann sicher Anfang mal. Wie gesagt, der momentane ist jetzt Europäischer Konvent Deutschland oder European Citizen Convention. Das finde ich gar nicht so schlecht. Man könnte sehr World Citizen Convention nachher noch draus machen, wenn man wirklich alle einbeziehen wollen würde. Also ich erkenne im Moment keine Frage, die irgendeiner
irgendeinem Punkt wichtiger ist als andere. Ich will mich dagegen wehren, irgendeine Rangordnung daherzustellen, auch die Frage des Namens betreffend. Die Facebook-Gruppe, die hat doch einen Namen schon. Die Seite, die hat einen Namen. Und das war gar kein Problem mit dem Namen. Der Name hat bisher noch gar keine Rolle gespielt. Und jetzt sitzen wir hier und müssen jetzt unbedingt wieder einen Namen dafür nochmal neu erfinden. Also alle wieder mit einverstanden sind. Erst sich keine Widerstände erst legen. Verliebt man sich, dann findet die Zeugung statt, dann findet die Schwangerschaft statt und danach gibt es den Namen irgendwie. Ja. Also, jetzt sich über einen Namen zu definieren, ist schwierig. Und ich würde sogar noch weiter gehen, bevor wir zu starre Strukturen schaffen. Auch eine gewisse Ordnung wird sich einstellen. Wenn wir es im Hinterkopf behalten, dass alles, was irgendwie zielführend sein möchte, auch eine Ordnung braucht, glaube ich, müssen wir das jetzt auch nicht übers Knie brechen. So ein Wahlverfahren bräuchte dann auch wieder ein Prozedere. Wer legt das fest? Wie wollen wir das dann machen? Ich glaube, Leute, die irgendwie wohlwollend lautstark genug irgendwann argumentieren, werden auch von der Gruppe angenommen, dann kann man irgendwie zwei, drei Sprecher finden und dann ist die Sache die erste Ordnung gefunden. Das schließt ja nicht aus, dass die auch beim nächsten Mal oder übernächsten Mal wieder abgewählt werden können, aber ein entscheidender Punkt ist, wenn so ein Koordinierungsgrüppchen sich bildet, dass eben auch denen allen klar ist, was das bedeutet. Das ist eine horrende Arbeit. Das bedeutet eben auch, dass ein intensiveres Treffen, ein kontinuierlicheres Treffen stattfinden muss. Ansonsten macht das ja keinen Sinn, wenn da wirklich jemand sagt, ich mach mal mit und ich bin aber jetzt ein halbes Jahr auf Urlaub oder so. Das muss aber doch jederzeit möglich sein, dass sich jeder an der bestimmten Stelle mit einbringen kann und nicht in festen, starren Strukturen sich wiederfindet. Lars, ich habe gemeldet. Entschuldigung, wollte ich gut ergänzen. Wir haben bisher den Namen Europäischer Bürgerkonvent oder European Citizen Convention auf Englisch. Und das ist ja eigentlich genau das, was wir wollen. Hat eigentlich überhaupt irgendwer hier einen Widerstand dagegen, das so zu nennen? Englisch nicht, aber Deutsch schon, weil das doppelt belegt ist. Wikipedia belastet den Namen schon sehr negativ konnotiert. Da würde ich für mit Rechten. Nein. Wikipedia, da gibt es einen europäischen Konvent, aber kein europäisches Bürgerkonvent, oder? Bürgerkonvent. Okay. Bürgerkonvent, nicht Bürgerinnenkonvent, aber Bürgerkonvent. Das ist mit einem rechtslastigen mit. Das ist eine geschlossene Gruppe, die hat mit Bürgern nichts zu tun, wenig transparent, ist von einigen sehr fragwürdigen. Andere sind auch bei der FDP, aber das ist jetzt nicht unbedingt negativ. Also ich wollte jetzt nicht parteiorientiert machen, aber es ist auf jeden Fall nicht offen, nicht transparent und hat mit Bürgern nichts zu tun. Also steht aber bei Wikipedia und wenn dann jemand hört, hier Bürgerkonvent und dann googelt und dann darüber stößt, oh Gott, also das wäre fatal. Vielleicht sollten die das rausnehmen. Das mal kurz im Ranking landen. Das wäre im Grunde auch ein Ausgangspunkt, um sich jetzt dann zu einer Konsensierung zu verabreden, schnellstmöglich und da einen besseren Namen zu finden, der da nicht verwechselt werden kann. Also braucht man was Unverwechselbares, aber natürlich auch. Kommt auch immer wieder auf. Also auch Konvent ist bei einigen zu kirchlich oder so. Ne? Also da gibt es einige Sachen, die wir vielleicht klären, aber. New Europe, fand ich auch schon mal schlecht. Das Problem ist bei New Europe, da steckt im Namen nicht das drin, was eigentlich die Sache ist. Beim Europäischen Bürgerkonvent, da weiß man gleich, es geht darum, die Bürger in Europa setzen sich zusammen und machen, ja. Zu einem Treffen. Aber das kann man ja als ausdiskutieren. Ideen eines freien, demokratischen Europas sind nicht neu. Das, was neu ist, ist das, was gerade gemacht wird. Und dagegen sind wir eigentlich. Also ich habe zu Hause schon ungefähr 10 Namensvorschläge aufgeschrieben. Aber ich finde nicht, dass wir bis zur Erschöpfung diskutieren müssen. Ich finde, wir sind jetzt eigentlich an einem Punkt gelangt, wo man, meine ich, aufhören kann. Da kann man das Ganze nachklingen lassen und dann fällt einem am nächsten Tag noch was dazu ein und beim nächsten Treffen sind wir wieder frischer dabei und auch mit gefestigteren Meinungen. Also mein Tipp wäre einfach, aus Energiespargründen jetzt einfach mal einen Schluss zu machen und zu sagen, wann treffen wir uns wieder. Also die gewisse Problematik ist, wir haben gesagt, nächste Woche Mittwoch haben wir eben die Veranstaltung mit den Ausländern. Also Zielgruppe Ausländer, wo natürlich auch jeder kommen kann. Europäische Ausländer? Ich bin Schwabe. Ausländer. Und die Woche drauf, aber das haben wir noch nicht fest terminiert, hatten wir überlegt, die Sache mit den Künstlern zu machen. Wir könnten aber zum Beispiel sagen, in 14 Tagen ist einfach das nächste Treffen hier. Dann machen wir die Sache mit den Künstlern eben in 3 Wochen.
Ja, aber wir sollten, wenn wir uns in zwei Wochen treffen, auf jeden Fall nochmal Aufgaben abstecken, die man bis dahin sozusagen schon ein bisschen verifiziert. Zum Beispiel, dass sich jetzt alle darüber Gedanken machen, mit welchem Namen sie sich wohlfühlen könnten. Das könnte man dann im nächsten Mal sozusagen konsensieren oder festlegen. Oder vielleicht schon kristallisiert sich das schon in dieser Online-Geschichte heraus über ein Pad oder was auch immer. Oder Jano bietet da auch ein SK-Tool an, was auch immer, keine Ahnung. Mhm. Dass man das schon mal machen könnte, damit man, da kann jeder seine Vorschläge einbringen und der Vorschlag mit dem wenigsten Widerstand ist dann halt Punkt der Name, wenn er, ne? Zum Beispiel. Also wäre also jetzt mein. Wichtig wäre. Also das zweite, was ich noch sagen wollte, ist, was die ganze Zeit heißt, wir müssen im Juni, glaube ich, also, so wollen wir irgendwas auf die Beine gestellt haben, ne? Bis dahin. Ja. Ich habe überlegt, dass es sogar bis Ende Mai schon sein müsste, weil wenn wir das soweit schon zumindest in eine spruchreife Position bringen können, also dass es umsetzbar wäre oder dass es an die Menschen ran kann, dann wäre sowas wie Blockupy schon ein perfekter Termin dafür. Also, ist unrealistisch, aber ich kann mich nicht unter Druck setzen, aber hopp. Was mir jetzt helfen würde, also ich mache mit Steffen im Moment diese Facebook-Seite, wenn ich im Prinzip viele Informationen gerade über Island an die Pinnwand dran posten, like die Seite, teilt die Berichte, schickt schöne Bilder, die das Thema emotional irgendwie rüberbringen. Ich habe jetzt ein paar selber gemacht. Aber umso mehr da mitmachen und umso mehr Leben auf diese Seite kommt, das wächst von ganzer Linie. Der Name wurde schon längst akzeptiert. Ich habe innerhalb von 10 Wochen haben wir 300 Daumen da gekriegt für fast nichts tun, sondern einfach nur, weil wir die Idee genannt haben. Die Idee ist da an dem Namen wird sich keiner aufhalten. Wir können noch 10.000 andere Seiten von mir heißen. Die heißt in Europa. Ja, die Seite European Citizen Convention Germany, also DER, Europäischer Bürgerkonvent Deutschland. Nein, nee, ist wirklich wichtig, weil du hast einer der größten Kanäle, über die wir das spreaden können. Und echte Demokratie teilt schon sehr oft. Haben wir auch guten Zuspruch mit der Resonanz. Teils noch mit über Occupy haben wir schon mal 2 Kanäle, die ziemlich groß sind. Wo denn die Ideen gibt, überhaupt weiterhin so von außen überhaupt wieder mehr reinkommen. Wir sind jetzt hier in so einem kleinen Kreis und denken uns hier was aus, aber wir brauchen eigentlich jeden. Viele Ideen. Ich bin vom Forum der Nichtarbeit. Wir machen eine Magazinsendung im offenen Kanal. Das Ganze ist, bei uns, wir haben Schnittrechner in der Köpi, ich lege ein paar Flyer von uns hin und ich werde dann mit der Kamera bin ich dabei und wenn ihr Interviews oder so möchtet oder so, ist das kein Problem, dann können wir das dann wieder auch bei ihm mit reinposten und so eine Sache. Die Kamera habe ich meistens immer dabei, ich bin meistens hier. Und diese Videos können wir dann über die jeweiligen Seiten immer raushauen als Werbung. Ich würde eben auch oft geteilt. Es ist wichtig, dass ihr teilt, dass wir eine hohe Viralität bekommen, weil wenn wir so klein bleiben, erreichen wir keinen, dann teilen wir uns die Beiträge hin und her, aber keiner so interessiert eigentlich. Ja, aber wenn was bei Occupy rausgekommen ist, dann ist diese Professionalität des Verteilen der Informationen. Die Vernetzung klappt ja immer besser. Wir können das in der Küche schneiden, das ist alles kein Problem. Aber die Bereitschaft des Teilens und so fällt mir auf, wir haben schon abgenommen, vielleicht sind wir schon zu abgestumpft und wissen schon zu viel, aber wir dürfen ihn nicht vergessen, Otto Normal, in Anführungsstrichen, der kennt das halt noch nicht und den muss man jetzt manchmal auch 10 oder 20 Mal erzählen. Das kommt ja in bestimmter Weise auch nur so vor, dass weniger geteilt wird, weil einfach weniger bei dir ankommt als User. Das mag auch noch dazu. Du merkst es nicht oft. Ich wollte noch eins hinten anfügen, wir sollten einfach mal viel optimistischer sein. Alleine schon die Reaktion auf die Seiten. Ich glaube, wenn du an die Menschen mit einer positiven Einstellung rantrittst, dass wir daran arbeiten, eine europäische Verfassung der Menschen zu machen, dann kriegst du von fast von alleine einen unglaublichen Mitmachdrang in vielerlei Hinsicht. Nicht den allumfassenden, aber zumindest schon mal ein gutes Start-up. Nee, aber formulier es mal richtig. Wir geben dir die Möglichkeit, die Verfassung zu schreiben. Genau. So rum. Genau. Aber da kannst du natürlich auch Pech haben, weil die Leute oft keine Verantwortung übernehmen wollen. Also, sehr gut, aber das. Aber grundsätzlich dieser positive Gedanke, glaube ich, kann sehr, sehr schnell und sehr gut bei den Menschen ankommen. Die fragen sich dann natürlich irgendwann, was sie dafür tun müssen und dann überlegen sie nochmal, ob sie es wirklich tun. Aber diese Grundidee könnte aus meiner Sicht eine ähnliche Chance haben, wie zu der Zeit, als Occupy, echte Demokratie, jetzt aufgekommen ist, eine Bewegung zu schaffen, eventuell. Ich will noch nicht, ne? Kann auch bald noch andersrum kommen, aber, ne? Ja, und wie gesagt, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es in Spanien gibt es eine Gruppe, die da schon ziemlich intensiv damit arbeitet. Also mit dem sollten wir uns auch. Definitiv. Ja. Wenn wir das rausbekämpfen würden. Ja, das kriege ich raus. Also wir sehen uns in den 14 Tagen hier.
Und die Leute, die Lust haben, Sonntag 15 Uhr bei uns zu Hause zu den Arbeitsgruppen. Eine Hilfe hätte ich noch gerne noch, und zwar brauchen wir natürlich für die, haben einmal die deutsche Seite jetzt und einmal die europäische, internationale, wo nachher alle anderen Länder sozusagen hochzuführen sollen. Und dafür brauche ich eigentlich schon jemanden, der immer übersetzt, im Prinzip das, was von deutschen Artikeln bei uns erscheint, dort ins Internationale zu übersetzen, damit auch die wissen, was wir machen. Wer kann das? Also man denkt, ich habe jetzt schon mal ein, zwei Leute angesprochen. Geht aber nächste Woche mit den Treffen der Internationalen, oder nicht? Nee, noch nicht unbedingt, weil wir da eigentlich gesagt haben, was wir... Ja. Na doch, aber da wäre es trotzdem eine Möglichkeit, da konkret Leute anzufragen. Wir können ja dann nochmal ansprechen. Bei den Spaniern und in Berlin gibt es großes Interesse an der Sache, da wird bestimmt noch jemand kommen nächste Woche. Ja, das Ding war. Aus der Klasse. So. Na schön, ja. Nochmal hier vorne liegen. Oh ja, sie können euch mitnehmen. Das habt ihr noch ein bisschen Zeit? Oder? Ist interessant. Ja. Ja. Hallo, hallo. Ja, steht einfach. Ja, klar. Ja, klar. Achso, treffen wir uns jetzt in zwei Wochen wieder hier oder hier? Kann sein. Ja. Weil die Aufmerksamkeit ist. Hoffentlich. Hatten wir eigentlich irgendwie unsere Internetadressen aufgeschrieben? Ja, unten gab es einen Umläufer mit E-Mail-Adressen. Ja, siehst du, weil die nämlich oben waren, möchte ich nämlich anwenden. Wer hat den Umläufer mit E-Mail-Adressen? Wo ist er denn jetzt? Wo ist er denn? Möchte jemand hier den Stream haben? Sind 200 MB oder so? Ja, den Link auf jeden Fall von Seiler verschicken. Ja. Wir müssen von den klassifizierten Sprachen weg. Wir müssen ja. Ja, aber es gibt ja auch so, die sich genau. 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 Super, ihr Bär. Stimmt, hast du recht. Aber wenn du dem jetzt sozusagen sehr einfachen Namen gibst und dem einfachen Volk sozusagen. Ja, aber da sind dann ja die Kriterien oder die Bildungsstruktur ganz. Wenn dann die anderen Arbeitsgruppen weiter sind, können es ja Familiengruppen sind und Frage brauchen. Haben wir das schon am Start und müssen nicht erst dann anfangen zu überlegen und die Leute nicht mehr zur Zeit haben. Ich bin aber im März, wenn jemand noch nicht da. Ja.
eine Altmark und was sonst kriegen. Also auf dem Weißwein lässt man noch ein. Gut. Ja, aber ganz interessant. Nee, das ist, ist auch wie so ein... Auch ein Wein. Ja, auf einen Raum, ne? Ja, gerne. Nee, aber ich frage mal morgen. Das sehe ich nicht mit dem Caster. Ja, wenn ich den Caster nehme, wo ich sehe, dann nehme ich es aber nicht auf der Festplatte. Und das ist so gut, weil nach Veranstaltung kann jeder kommen, mit dem Stick geben, reinschieben, hoch, zieh rauf. Ich habe einen Stick und versuche nur mal kurz, ihn nochmal zu erreichen. Ja, wir haben auch das Diktiergerät, wenn du jetzt den Ton nochmal anders drauf So viel Arbeit mache ich mir mit den Dingern nicht, weißt du? Ich könnte das auch machen. Wird einfach nur zerschnitten und dann wird es hochgeladen. Weil der Ton ja ging eigentlich vom Pegel her. Ich bin mir noch nicht sicher, weil es ein Gespräch hier hinten und ja, okay, das ist auch ein bisschen wild genommen, aber ich habe jetzt noch nicht. Mein Gott. Weißt du, wenn die Technik zu perfekt ist, dann krieg ich keine Spenden mehr. Ja, ich hab jetzt von der gute Essen-Demo, wa? Hat mir ein Typ einen Akku für die Cam und fürs Laptop spendiert, wa? Jetzt hab ich, kann ich 8 Stunden am Stück, wa? Cool. Ja, naja. Das kann ja erstmal alles hier unten bleiben. Stimmt, man muss immer so ein bisschen so ein Vakuum auch haben, dass es reinkommt, weißt du? So eine Art von Vakuum. Vakuum? Ja, du bist einfach gut, hast aber Technik mangelt und wenn du das gut bist, dann wird es dir noch mehr das gibt. Ja. Ach du, die Kamera habe ich geschenkt gekriegt, das Mikrofon habe ich geschenkt gekriegt, die Kamera kostet 300 Euro. Ja, also die könnte ich mir mit Sicherheit nicht kaufen. Die hat schon was, so einen 30-fachen Zoom. Sehr schön. Gut. So. Das ist doch auch vom Feuer, kann das sein? Vom Sehen kennen wir uns, ja. Aha. Aber ich kann es gerade nicht zuordnen. Der spitze der oder so machst du nicht ab und zu mal. Was?